Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, da bin ich wieder zurück vom Urlaub und es geht heute weiter mit Guerilla War. Ja, scheint ein Arcade-Automaten-Umsetzung zu sein. Zwei Player, lizenziert 1989, also so Mitte der NES-Area sozusagen. Und ja, schauen wir mal rein, würde ich sagen. Schauen wir einfach mal rein. Ich habe das Spiel wie so oft noch nie vorher gespielt und lerne es sozusagen mit euch zusammen kennen. Es geht wohl um Krieg, so viel sei schon mal verraten. Das Cover finde ich extrem schön gestaltet. Selten so ein schönes NES-Cover gesehen. Ich hoffe, das Spiel ist annähernd so gut. One Player. So, geht schon los. Aha, der beschießt jemand ein Boot. Jemand steigt aus dem Boot aus und schon beginnt der Kampf. Okay, Start ist Pause. Select ist auch Pause. Mit Punkteanzeige. Ist mir recht. Okay, gut, gut, gut. Schießen mit B und A ist Bombe, okay. Ah, okay, den hätte ich nicht abschießen dürfen. Habe ich nicht gewusst. Boah, der hat da ordentlich Wumms drauf, der Junge. Ah, okay. Ich sollte mir angewöhnen, die Geißel nicht immer zu schießen. Ah, Hubschrauber, geh weg. Diese Geißeln, die sind aber echt übel platziert hier. Was ist denn das für eine Art? Sich vor den Geißeln verschanzen. Macht man denn sowas? Ich würde mal sagen, nein. Okay. Ah, ich musste einsammeln. Okay. Warum sagt mir das denn keiner? Kann ich auch, ja, ich kann auch nach links und rechts. Ich wollte unbedingt einsammeln. Ah, ich kann auch quer schießen. Okay. Ah, nein, den darf ich nicht abschießen. Das ist ein Freund. Ah. Ja, an die Steuerung muss ich mich erst gewöhnen, Leute. Die Steuerung ist aber super. Also ich will jetzt nicht an der Steuerung meckern hier. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Das ist nur ein bisschen meine Unfähigkeit. In der Steuerung selbst ist alles okay. Kopfhörer noch ein bisschen besser aufsetzen. So, da. So, weiter jetzt. Boah! Bin ich ganz sicher, wofür die Granaten. Ja, die Granaten, die bringen es schon. Alles zurück. Granaten sind super. Was ist das jetzt? Was ist das? In? Was bringt mir das? Ein Panzer? Boah, ein Panzer! Ich kann Panzer fahren! Wie cool ist das denn? Das Spiel ist ja der Hammer. Die Grafik ist gut. Sound ist gut. Krieg. Echt Wahnsinn. Oh! Was ist das? Was? Warum piepst das hier? Ah, mein Panzer ist kaputt. Mein Panzer war gut. Hätte ich aussteigen müssen. Okay. Panzer hält anscheinend nicht unendlich lange. Schade. Fand ich jetzt ein echt cooles Power-Up. Da kann man richtig gut mit Strategie vorgehen, da mit den Waffen her. Tschüss, weg mit euch da. Ah, Mist. Ui, die bauen da das wieder zusammen hier. Da durchfahren. Ui, das sind ja überall welche. Ah, nein, nicht ganz erwischt.
Über die Maxung kann ich drüber fahren mit dem Panzer, ist klar. Ja, cool, dass das so umgesetzt wurde, finde ich. Ist das so ein bisschen ein Endgegner jetzt? Aha, checky check, das ist, du bist ein Endgegner. Gut, dass man das auch wieder mal sagt. Wow, 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 wow. Ja, ein bisschen zu viel Geblinke für meinen Geschmack. Ah, da lebt er noch, da sind die Freunde. Nicht. Ah, vergesst aus dem Panzer auszuschalten. Eieieiei. Okay. Wow, Wahnsinns-Action-Game. Wahnsinns-Action-Game am NES. Verdammt, warum kenne ich das nicht? Warum habe ich das noch nicht gekannt? Das ist ja wirklich eine Schande. So, da geht's weiter hier. Bombe rüber, da eine Bombe. Und dort noch eine Bombe. Sehr gut. Ich kann mich doch in den Gräben verschanzen. Wow. So, da ist das. Immer schön alles einsammeln. Ui, das ist ein Panzer, das ist ein Panzer, das ist ein Panzer. Und Katzenstreu. Und Katzenstreu. Ja, Leute, ich sage einfach ein bisschen zu viel Wing Commander in meinem Leben gespielt. Wing Commander Prophecy habe ich damals im Frix. Und was ist das? Ah, es ist eine Mine. Oh, ich trottel. Ja, weiß ich ja nicht. Woher soll ich das wissen, dass es hier auch Minen gibt? Ah, und in den Panzer reingelaufen. Ah, yeah. Ja, es ist. Leicht ist anders. Leicht ist anders. So, Panzer, auf Wiedersehen. Das sind welche liegend. Ah. Super abwechslungsreich, die Gegner. Ich fasse es nicht. Das muss ja damals der Hit gewesen sein, das Spiel, bitte. Das hätte ich das damals gekannt, hätten es mir meine Eltern verboten, weil ich zu jung dafür war. Für solche Kriegsspiele. Aber egal, aber das hätte ich gefeiert. Das hätte ich fix extrem gefeiert. Aber es steht drauf, absurderweise ab 8 Jahre, also empfohlen. Ab 8 Jahren. Finde ich ganz lustig, dass man das da so gelöst hat. Habe ich schon gemerkt, naja, die ganz Kleinen können wir vielleicht doch nicht so wild Krieg zumuten. Schreiben wir mal auch ab 8 Jahre drauf. So, da. Laut SNK, ab wann darf man Menschen töten? Ja, von SNK aus, ab 8 Jahre. SNK sagt, ab 8 Jahre ist Menschen töten in Videospielen vollkommen okay. Oh Mann. Tja, aber was rede ich da? Heutzutage spielen die 6-jährigen Fortnite, also was soll's. Wer regt sich denn noch über ein paar Pixeltote auf? Wahrscheinlich niemand. Diese dumme Mine da nervt ohne Ende. Alten Panzer nehme ich noch mit. So, da. Mit Panzer ist alles. Okay, der Panzer schießt auch das hier alles weg. Ich fahre einfach durch, Leute. Fahre einfach über die Brücke drüber und da. Der Panzer ist erstaunlich schnell. Wir sollten das glauben, dass ein Panzer so schnell ist. Ich glaube sowas nicht. Nein, brauchst du den Panzer? Er explodiert. Ja, ich habe es zum ersten Mal geschafft. Den Panzer. Was ist denn das für ein Schuss? Da brezelt sich alles weg. Ey. Bist du narrisch? Da blödert's. Okay, da sind wieder Freunde, die ich befreien muss. Befreien. Rein in den Panzer. Was sind denn das für Unterkünfte hier? Da sind noch mehr Freunde zum Befreien und. Das ist ein Oberheinzi, das ist, glaube ich, irgendein super böser Schurke. Nicht einfach sterben gehen, ich halte einfach drauf, was geht, was soll's. Einfach
draufheizen, was geht, den Schützen ausweichen, draufheizen, was geht. Ich glaube, das ist eine gute Strategie, draufheizen, was geht. So ein Hubschrauber hält mehr aus, als man glaubt, Leute. Zumindest in diesem Spiel. Also normalerweise würde ich sagen, wenn du so einen Panzer auf einen Hubi drauf brezelst, sollte der relativ bald down sein, aber nein, weit gefehlt. Das ist der Panzerhubschrauber. Der kann auch gegen Panzer. Wo ist das denn? Das ist ja mit ewig kommt ungefähr. Ich hau da ja eh schon. Ah, jetzt hat er mich erwischt, der Blödsack. Die Lebensanzeige könnte ein bisschen präsenter sein in den Spielen, das stört mich ein bisschen. Nicht weiß, wie viel Leben ich noch habe. Außer wenn ich auf Pause drücke und darauf habe ich keinen Bock. Uah, jetzt ist er endlich weggebrezelt. Weggebrezelt, keine Ahnung, warum ich das halt die ganze Zeit sage, aber es passt hier einfach. Okay, Level 1 geschafft. Bin erfolgreich auf der Insel gelandet. Es wird Zeit. Diesen Diktator zu stürzen. Ja, ja. Waffen können hier eine Lösung sein. Zumindest in diesem Spiel. Ja. Der bombt aber auch noch nicht schlecht, was ich ihn. Der bombt, das gibt's kein Morgen. So. Was ist das? Ein Hühnchen? Weg mit dem Hühnchen. Was ist ein Hühnchen, verdammt? Boah. Da links rauf, da rüber brezeln, darüber brezeln, den einsammeln, da alles wird weggebrezelt. Boah. Ich frage mich, wie lange ich schon zocke hier eigentlich. Muss mal kurz auf die Uhr schauen, wie lange zocke ich das Game eigentlich schon. Ja, ich möchte continuen. Aber ich möchte auch kurz auf die Uhr schauen. 12 Minuten schon, na bitte. Das Zeit vergeht wie im Flug bei so einem Game. Geht noch ein bisschen was. Da muss ich noch ein bisschen zocken. Das wäre eigentlich mal was für ein längeres Let's Play, Leute. Das ist richtig, richtig gute Arcade-Action. Richtig gute alte Arcade-Action. Die Grafik ist wirklich, also ich finde, die Grafik ist für NES-Verhältnisse wirklich fantastisch. Die Steuerung ist super. Und das Gameplay ist der Hinz. Nur Lob hier. Einsammeln da. Ah, schnell aus dem Panzer raus, explodiert. Voll gecheckt. Und die Wäscheleine ist hier gespannt, macht nichts. Die wird jetzt ein bisschen mit Pulver versetzt. Da. Tschüss. Die wollten nur die Wäsche abhängen und ich habe sie gestört dabei. Und ist der ist irgendwie weggerannt. Muss man jetzt aufpassen, dass diese. Uah. Nein. Muss ich die ergeben oder was ist los mit ihr? Nicht einfach euch verpissen hier ein bisschen. So, ihr da oben nervt auch ohne Ende. Die treffe ich nicht. Ja, eigentlich sind mal der Panzer weg. So, dann die da oben kriegen auch ihr Fett ab hier. Tschüss. Auch ein Panzer. Tschüss, Panzer. Wiedersehen. Oh, was ist denn da los hier? Wow, das ist ein bisschen viel, die ich hab. Und. Komm raus, da ist ein Loch hier. Weggebrezelt. Da, tschüss. Da, Granate zum Spielen. Viel Spaß damit. Ah, nein. Nein, ich habe zwei Geiseln erschossen. Oh nein. Okay, die habe ich getroffen. Ah, schon wieder eine Geisel erwischt. Das sind Schweine. Das Schweine sind los. Was für verschammte Schau. Kacke, wo sind die Schweine?
Tut mir leid, ich fluche heute ein bisschen mehr als sonst, ich weiß. Aber es ist Krieg, da darf man fluchen. Oder? Bisschen zumindest. So. Muss ich jetzt hingehen? Ich weiß es nicht. Ah, ich musste das einfach nur wegsprengen, da. Ist recht. Ich hab's verstanden. Ah, was zum... Ah. Okay, das muss ich da wegsprengen. Ah, das war zu weit. Ah, ich muss da ganz ranstehen und dann nach vorne springen. Nein, ich spreng meine eigene Brücke weg. Ah, ich hätte es von der Seite machen müssen, ich Trottel. Mann, ich kann ja schwimmen. Oh Mann, warum sagt denn das niemand, dass ich schwimmen kann? Ich passe die ganze Zeit so akribisch auf, hier nicht die Brücke wegzubrezeln und dabei ist es vollkommen Schnuppe. Ich habe den Eifen im Haus jetzt gerade die Tür weggeschossen hier. Geht denn das? Habe ich da gerade ein extra Leben gefunden? Scheint so. Uah. Ist ein bisschen schwierig hier. Uah. Okay, Münzen hätte ich da schon einige eingeworfen im Arcade-Modus. Jetzt schaue ich mal, ob ich die Züge wirklich aufschießen kann. Oder ich mir das nur eingebildet habe vorher. Nein, vielleicht halten wir vielleicht doch nur. Müsste ich mal im Replay nochmal anschauen, ob immer diese Türen da eingeschossen sind oder nicht. Egal, ist auch so cool das Spiel. Danke fürs... So, kommt ihr auch noch nach vor und traut euch vor die Geiseln oder was ist los mit euch? Feiglingen, hä? Ist echt feig. Sich vor den Geiseln verstecken. Ich sammle euch einfach ein, Leute, und macht das so. Aber irgendwie hart bestraft für Geiseln nicht befreien wird man nicht, kommt mir vor. So, da, wo ist das? Wo ist das? Und das? Und das auch noch? Na, das ist schon wieder eine offene Tür. Ich glaube, es gibt einfach offene Türen. Aber wie cool wäre es gewesen, wenn man die Türen einschießen hätte können. Eieiei, das hätte mir gefallen. Wow, was ist denn das für ein Zeug? What? Ich werde jetzt mal alles drauf, was da ist. Ja, das war's. Alles weggesprengt. Ey. So, was ist der nächste hier? So, ein bisschen geht noch, ganz kurz noch über die Brücke noch, das mache ich noch. Wow. Ein super Arcade-Game. Ah, zu zweit würde ich es gerne machen. Also das möchte ich unbedingt mal zu zweit probieren. Vielleicht finde ich mal jemanden, der das mit mir Let's Play zu zweit. Das wäre schon cool. Ja, die Geiseln werden noch hier gerettet. Ah, ich kann hier nach oben, muss ich jetzt weiter. Ich kann einfach nicht aufhören. Eigentlich wollte ich schon längst Schluss machen. Das heißt ja nicht, Rob spielt alle NES-Games dieser Welt durch, sondern ich spiele alle NES-Games mindestens 10 Minuten. Ah. Jetzt bin ich schon bei 20 Minuten. Kann ich den eigentlich auch... Ja, den kann ich auch nur so wegbrezeln. Ah, da habe ich schon wieder die Zivilisten getroffen. Okay, das war's. Das klappt das jetzt mal. Ist ein super Spiel, Leute. Unbedingt mal zocken, wenn er auf Action steht. Ja, ist halt Krieg. Wenn man das Szenario nicht mag, ist es natürlich nichts.
Aber es ist eine, sonst ist es eine wirklich coole Ballerei. Kann man sich echt geben. Vor allem zu zweit. Zu zweit möchte ich es unbedingt auch probieren. Ja, das war schon wieder. Ich habe hier den Endscreen vorbereitet. Da unten könnt ihr abonnieren. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch. Und dann Kommentare, Leute. Kommentare, über die freue ich mich natürlich auch immer besonders. Vielleicht kennt das jemand ja wirklich vom Arcade-Automaten. Dann bitte unbedingt darunter in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Ciao, Leute.